Typische Anwendungen für eine Kinematik sind Pick-and-Place, Montage- oder Handling-Aufgaben. Zur Steuerung und Koordination der Kinematik bietet die SEMATIC S7-1500-Technologie-CPU das Technologieobjekt Kinematik an. Wie einfach es ist, eine Kinematik-Anwendung mit TIA-Portal in weniger als 3 Minuten zum Laufen zu bringen, zeige ich Ihnen jetzt. Für die einfache und effiziente Planung komplexer Bewegungen steht im TIA-Portal das Technologieobjekt Kinematik zur Verfügung. Dieses übernimmt bei Bahnbewegungen die Ansteuerung und Koordination der zur Kinematik gehörenden Achsen. Wir wollen dies am Beispiel eines Rollenpickers projektieren. Es wurden bereits 4 Positionierachsen angelegt. Die Kinematik ist als Rollenpicker konfiguriert und die Positionierachsen sind der Kinematik zugeordnet. Dank der grafischen Übersicht kann hier die Achszuordnung nochmals überprüft werden. Über die benutzerfreundliche Oberfläche lassen sich die Parameter intuitiv parametrieren. Der nächste Schritt ist die Überprüfung der Konfiguration und Funktion. Ich lade mein Programm zum Testen in die CPU. Dies ist über die im TIA-Portal integrierte Kinematik-Steuertafel sehr einfach. Anschließend kann vom Anwenderprogramm aus eine Bewegung programmiert werden. In der Bibliothek Motion Control stehen standardisierte PLC Open Kinematik-Bausteine für eine einfache und schnelle Programmierung zur Verfügung. Das Anwenderprogramm enthält bereits Funktionsbausteine, die die Kinematik aktivieren, referenzieren und bewegen. Dank der integrierten 3D-Simulation kann die programmierte Bewegung realitätsnah getestet und visualisiert werden. Motion Control war noch nie so einfach. Siemens. Ingenuity for life.